Ja, jetzt haben wir die Playbase ausgepackt und möchten sie gleich ein erstes Mal in Betrieb nehmen und werden für euch das Ganze dann gleich einmal auf Video festhalten. Und haben uns jetzt hier für einen unserer Testfernseher ein Grundig-Modell ausgewählt, das ganz gut, wie ich finde, hier auf das Sounddeck drauf passt. Bis zu 35 Kilo trägt das Sonos Sounddeck. Für alle, die es zum ersten Mal anschließen, hat Sonos hier eben einen ganz übersichtlichen Quick-Start-Guide mit im Gepäck. Da steht eigentlich schon mal ganz gut beschrieben, was man machen muss. Es ist ja wirklich nicht viel. Und wir werden das jetzt auch Schritt für Schritt mal so durchführen. Und da schauen wir am besten einmal auf die Rückseite. Ja, jetzt sind wir hier an der Rückseite angekommen. Und zwar zum einen natürlich, wir stecken den Netzstecker in die Steckdose. So. Und haben dann im Lieferumfang enthalten beim Sonos Sounddeck hier das optische Toslink-Kabel, mit dem wir das Sounddeck jetzt an den Fernseher anschließen. Und sieht so aus. Kommt eben in die dafür vorgesehene Buchse. Und dann könnt ihr das andere Ende am optischen Ausgang des Fernsehers anstecken. Im Normalfall dürfte er den haben, auch wenn er schon ein bisschen älter ist. Ansonsten könnt ihr den Player auch direkt am Sounddeck quasi anschließen. Dann vielleicht noch kurz zum Setup. Wir haben den UDP 203 Ultra HD Blu-ray Player von Oppo via HDMI an den Fernseher angeschlossen. Und also ganz normal HDMI-Kabel an den HDMI-Eingang des Fernsehers und somit den Zuspieler eben direkt an den Fernseher und er gibt den Ton dann an das Sounddeck weiter. So, wir haben, wie ihr sehen könnt, den Fernseher eingeschalten. Unser Blu-ray-Player ist auch am Start und wie wir jetzt hier am grünen Lämpchen schon sehen können, Sonos Sounddeck ist sozusagen bereit zur Koppelung, bereit zur Inbetriebnahme. Und hier haben wir jetzt gleich schon ein paar schöne Fingerdapper drauf gemacht. Das darf man nicht sehen. genau. Und dafür haben wir uns jetzt die entsprechende App heruntergeladen. Die Sonos Controller für Android. Denn es ist keine extra Fernbedienung enthalten. Sondern wie wir es auch schon von vorherigen Sonos Modellen, also beispielsweise von der Playbar kennen, funktioniert die Steuerung wie über die App. Und hier möchte ich jetzt mit euch gemeinsam mal eine erste Koppelung durchspielen. So, wenn wir jetzt auf Öffnen klicken, erscheint der Sonos Startbildschirm. Können wir entweder ein neues System einrichten oder eben schon in ein bestehendes System einbinden. Wer eben schon entsprechende Multiroom-Komponenten oder Lautsprecher von Sonos zu Hause hat, kann das eben dann auch ganz geschickt einbinden. Dann würde ich sagen, wir probieren das Ganze eben mit der Standardeinrichtung über WLAN und dann wird das Ganze nacheinander eingerichtet. So, hier sagt er uns schon, die Playbase schwarz wurde schon gefunden. So sieht's aus, das richtige Produkt, diesen Player einrichten. So, drücken Sie die Taste und lassen Sie sie wieder los, wie unten angezeigt. Achten Sie auf den Ton. Diese Taste befindet sich an der linken Seite des Playbase und da werden wir jetzt auch gleich mal drauf drücken. Hört sich gut an. Zumindest kommt schon mal ein Ton raus. Und jetzt dürfte es auch gleich weitergehen. Genau, Playbase wurde hinzugefügt. Wählen Sie jetzt den Raum aus, in dem sie Playbase verwendet wird. Wenn man eben verschiedene Komponenten hat, man kann das Sonos System ja aufs ganze Haus sozusagen ausbauen und wir würden jetzt das Sonos eben mal als unser Fernsehzimmer, würde ich mal sagen. Ansonsten gibt es hier sämtliche Vorschläge als Fernsehzimmer einrichten. So, jetzt haben wir auch das neueste Update aufgespielt. Dann geht's los. Stellen Sie sicher, dass der Fernseher über ein digitales optisches Kabel direkt mit dem Playbase verbunden ist. Hier wird einem das eben auch nochmal ganz ausführlich gezeigt.
Ich denke, da dürfte niemand ein Problem haben mit der Inbetriebnahme, denn Sonos zeigt hier an, die mittlere Buchse brauchen wir eben und am Fernseher dann die entsprechende Toslink-Eingangsbuchse und dann geht's weiter. Jetzt sagt er uns schon, was wir machen müssen, nämlich den TV-Lautsprecher, also quasi den eigenen eingebauten Lautsprecher im Fernseher deaktivieren und eben angeben, dass wir ein externes Audio-Ausgabegerät, nämlich das Sounddeck, angeschlossen haben. Funktioniert eigentlich relativ simpel. In Einstellungen, dann bei Ton. Gehen wir rein, da können wir eben verschiedene Dinge auswählen. Und wir gehen mal zu erweitert und dann sehen wir auch schon Audio-Ausgabestatus. Hier können wir eben entsprechende Audio-Ausgabegeräte auswählen. Und hier schalten wir jetzt mal den TV-Lautsprecher auf aus. Im Audio-Return-Channel haben wir jetzt nichts angeschlossen. Und den optischen Ausgang auf PCM-Ton, damit auch DTS-Tonscheiben, wenn wir jetzt DTS-Filme, also Filme mit DTS-Tonspur im Player drin haben, müssen wir auf PCM stellen, denn das Soundtech hat keinen DTS-Decoder an Bord. Und wenn ihr das nicht macht, dann so, jetzt ist gerade der Track zu Ende, das war klar. Dann geht der nächste los. Hey. Watch it. Sorry. Okay, nochmal. Wir schalten auf Auto, auf automatisch und der Ton ist aus. Ja, also ganz wichtig hier unbedingt auf PCM. Ton umstellen. So, jetzt haben wir die Expendables 3 eingelegt. Und ja, klappt schon mal alles soweit. Wir sehen hier am Sounddeck noch auch die manuellen Touch-Bedienelemente, nämlich lauter. Ja. Oder leiser. Wir können den Ton auch aussetzen. Einfach einmal auf den Pause-Button und wieder drauf, dann geht's weiter. Also ich finde die erste Inbetriebnahme, das hat schon mal sehr problemfrei funktioniert. Auch für Menschen, die jetzt nicht täglich neue Produkte testen oder eben viel mit Technik am Hut haben, dürfte das ohne Probleme funktionieren. Und wir konnten jetzt auch schon mal ein kleines bisschen reinhören. Ich würde sagen, dafür, dass der Subwoofer integriert ist und wir jetzt keinen extra Sub angeschlossen haben, finde ich eigentlich gerade hier die Schüsse in der Startszene schon sehr präzise und kräftig und es passiert auf jeden Fall ordentlich was. Auch von verschiedenen Hörpositionen jetzt und genau, da werden wir natürlich jetzt erstmal intensiv testen, auch mit Musik und mit anderen Filmen und euch dann auf dem Laufenden halten, natürlich in einem Testfazit und in unserer nächsten Videoausgabe mit einem ausführlichen Testbericht in der Printversion. Und ja, damit würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.